kam auf uns zu, wie sicherlich viele bei uns, haben das nicht erwartet, dass es überhaupt uns so treffen könnte und dass wir so eingeschränkt werden im Leben. Und es war am Anfang eine Art Hilflosigkeit, war doch vorhanden. Du sitzt da, du bist zuständig für einen Fußballbetrieb in einem Fußballkreis mit, wie gesagt, über 80 Vereinen, 5 Spielklassen im Herrenbereich, Jugendspielklassen, Frauenspielklassen, Altherrenspielbetrieb, und auf einmal steht alles still. Es war unwahrscheinlich schwierig, das Telefon rappelte, es kamen Mails. Wie geht es weiter? Was habt ihr vor und so weiter? Wir haben auch erstmal da gesessen und haben eigentlich nur den Mund aufgemacht und haben erstmal ein Loch in die Luft geschaut, weil was passiert? Was macht das gerade mit uns? Wo geht der Weg hin? Und als dann wirklich auch die Verordnung rauskam und es abzusehen war, es wird eine lange, lange Zeit wahrscheinlich keinen Fußball im Amateurbereich geben, weil für uns ja und auch für mich von Anfang an klar war, als die Bundesliga mit Geisterspielen angefangen hat, dass wir das im Amateurbereich überhaupt nicht machen können. Das ist für die Vereine gar nicht möglich, weil Geisterspiele bringen nur zusätzliche Kosten, aber keine Einnahmen, und dann hätte man noch schneller noch größere Probleme. Also war schon von vornherein klar, solange Kontaktbeschränkung, Kontaktverbot, wird es im Amateurbereich wahrscheinlich keinen Fußball geben. Fußball spielen, Geisterspiele ist keine Möglichkeit. Und da haben wir uns dann nach diesem 20. April in einer Videokonferenz des Präsidiums dazu entschlossen, den Vereinen eine Empfehlung zu geben. Die Empfehlung lautete damals, den Spielbetrieb auszusetzen, bis die zuständigen Behörden den Spielbetrieb wieder erlauben. Also das heißt, die Saison 19/20, die aktuelle Saison, sollte in irgendeiner Form zu Ende gespielt werden. Ob dieses Jahr im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr, das ließ diese Empfehlung offen. Gleichzeitig haben wir den Vereinen aber da schon angekündigt, dass sie von uns verschiedene Szenarien zum Beenden der aktuellen Saison vorgelegt bekommen. Das geschah dann auch 2 Tage später mit der Bitte der Vereine, diese Szenarien zu prüfen und dann in einer ersten Abstimmung bis zum 4. Mai sich zu entscheiden, ob die Saison fortgeführt werden soll oder ob die Saison beendet werden soll. Die Vereine sind mit über 80% in diese Abstimmung reingegangen. Das ist ein sehr tolles Ergebnis, diese Beteiligung. Und es haben sich dann doch 77% der Vereine für eine Beendigung der Saison entschieden. 23% hätten gern weitergespielt. Bei uns im Kreis Kusel-Kaiserslautern waren sogar fast 32%, die gern weitergespielt hätten. Die höchste Prozentzahl im ganzen Verbandsgebiet. Aber wie gesagt, die Mehrheit auch hier bei uns hat sich dafür ausgesprochen, die Saison zu beenden. Wie gehen wir mit der Entscheidung der Vereine um? Und der Präsident, der Dr. Drewitz, hatte das ja schon bei der Empfehlung in darauffolgenden Zeitungsinterviews auch zum Besten gegeben, dass wir als Verband natürlich das Votum der Vereine als klares Votum für unsere Entscheidungsfindung auch nehmen werden. Und so haben wir uns dann in dieser Präsidiumssitzung entschieden, auch mit einer einstimmigen Entscheidung dann von allen Präsidiumsmitgliedern, dass die Saison 19/20 für beendet erklärt wird. Da wir aber rechtlich nicht in der Lage sind, eine Entscheidung alleine zu treffen als Präsidium, müssen wir einen außerordentlichen Verbandstag einberufen, indem wir den Vereinen verschiedene Szenarien nochmal zur Abstimmung vorlegen, und dort entscheiden die Vereine dann mit ihrer Abstimmung, was passiert mit dieser Saison. Wird sie annulliert? Sie gewertet nach dem aktuellen Spieltag? Wird sie gewertet nach dem Hinrundenspieltag? Das sind jetzt Beispiele. Darf der Erste aufsteigen? Darf der Zweite aufsteigen? Das Ganze wird eine Videoschaltung werden. Das geht nur online. Wir haben über 800 Vereine im SWV. Das heißt, wir bräuchten, um die räumliche Trennung, die im Moment vorgegeben ist, im Moment eine Halle, die ungefähr die Größe eines Fußballplatzes hat. Also fast nicht zu machen. Deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach einer Firma, die uns das online bereitstellen kann, auch mit dem entsprechenden
Möglichkeiten, sich einzuschalten, weil es muss ja auch darüber diskutiert werden können und dann muss auch die Abstimmung entsprechend gemacht werden. Das Ganze soll so schnell wie möglich vonstatten gehen, wird aber wohl bis Ende Mai, Anfang Juni dauern. Wir müssen erstmal die Firma finden, dann gibt es ja auch Einladungsfristen von 2 Wochen vor dem Verbandstag. Die Themen müssen raus, theoretisch könnten Anträge gestellt werden, aber wie es, um es nochmal zu sagen, wir haben rechtlich nicht die Möglichkeit, das Präsidium jetzt alleine noch zu entscheiden. Das liegt jetzt in den Händen der Vereine, für welches Modell sie sich am Ende entscheiden. Also uns als Verband und auch mir selber, ich bin ja selber im Verein hier in Ramstein tätig, schon klar, dass im Moment durch das Ruhen des Spielbetriebes Existenzängste bei den Vereinen vorliegen. Die Anlagen müssen weiter instand gehalten werden, monatliche Abschläge für Energiekosten und so weiter. Das läuft alles weiter. Ich weiß von einigen Vereinen, die haben schon mit ihrem Versorger gesprochen. Dort hat man die Abschläge, die monatlichen, schon gekürzt und so weiter. Aber es ist halt, die meisten, viele Vereine finanzieren sich halt rein über die Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen der Spiele am Wochenende. Und gerade die Spiele fehlen und dann wird es wirklich auf Dauer wird's eng werden. Wir haben uns natürlich auch beim SWV von Beginn an Gedanken gemacht, wie kann man Vereine fördern. Hier gleich schon, weil sehr oft die Fragen kamen und ich auch zum Beispiel gelesen habe, dass dieser Rettungsschirm, den es gibt, dass den der DFB oder der SWV übernehmen sollte. Der DFB und der SWV sind auch nur übergeordnete Vereine. Und wie jeder weiß, in einem Verein ist es sehr, sehr, sehr schwierig, aus Einnahmen aus dem Sportbetrieb für Schulden im Zweckbetrieb, im Geschäftsbetrieb zu nutzen. Gefährdung der Gemeinnützigkeit und so weiter möchte ich da nur anfügen. Genauso geht es dem Verband. Und dann muss man jeder, der sich mal ein bisschen informiert über den SWV und so weiter, dann kann er überall lesen, welchen Haushalt der SWV hat. Und wie sollen wir dann als SWV 800 Vereine finanziell unterstützen? Das ist einfach nicht möglich. Das ist eigentlich möglich und das steht auch nicht in unserer Satzung, es ist nicht satzungsgemäß. Wir können im bestimmten Rahmen finanziell den Sportbetrieb unterstützen, aber die Ausfälle für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen ist nicht Aufgabe des Fußballverbandes. Man muss auch uns einfach verstehen, wir sind auch nur ehrenamtlich, das ist unser Hobby, das wir machen. Wir versuchen das Beste zu machen, aber das ist eine Situation, aus der wir uns jetzt irgendwie herausmanövrieren müssen, in einer Art und Weise, dass es so wenig wie möglich irgendeinem Verein schadet. Das wird nicht funktionieren. Es wird Vereine geben, die werden am Ende mit der Entscheidung leben müssen und nicht zufrieden sein. Das kann in Anspruch genommen werden als Sportverein über den Sportbund Rheinland-Pfalz. Dort auf der Seite des Sportbundes kann man sich die entsprechenden Unterlagen runterladen, kann die ausfüllen und beim Sportbund wieder abgeben. Das Ganze geht also auch online. Und dort ist es möglich, eine maximale Förderung für 3 Monate für bis zu 12.000 Euro zu bekommen. Ich weiß, dass es im Endeffekt vielleicht nicht ausreichend ist für viele Sportvereine, da diese Programme Ende des Jahres auslaufen. Wir sind aber als Fachverband und auch die Sportbünde dran und werden alles versuchen, diese Programme dann auch, wenn es notwendig ist, zu verlängern und neu aufzulegen. Weiterhin, jeder, der sich ein bisschen informiert, gibt es mittlerweile Kleinprogramme von Banken, von Radiosendern, wo durchaus mal 1.000 Euro zu bekommen sind und so weiter. Und auch wer so ein bisschen in Facebook guckt und in anderen Social-Media-Plattformen, die Vereine fangen auch an, es selbst teilweise in die Hand zu nehmen, ob es sogenannte Tickets für Geisterspiele sind, abgeguckt bei den ganz Großen. Und ich weiß, im Nachbarkreis, der Verein hat dann eine Art Lauf-Challenge gemacht, womit dann auch Spendengelder eingesammelt werden und so weiter. Also kreativ sein, versuchen, das Beste draus zu machen. Die Hilfen sind da, sie sind wahrscheinlich nicht immer ausreichend, aber man muss sich auch im Klaren sein, wir sind als Vereine nicht die Einzigen, die Geld haben wollen. Es ist ein großer, großer Teil unseres Landes, der im Moment eine richtig große finanzielle Unterstützung braucht. Und das Geld muss halt irgendwo herkommen. Und wir versuchen wirklich mal, was möglich zu machen ist. Ich hoffe, die Politik bleibt vernünftig, denn Vereins-
Vereinsleben, Vereine gehört zu uns Deutschen einfach dazu. Ohne Vereinsleben, ohne Vereine würde unsere Gesellschaft verarmen. Es geht kein Weg dran vorbei. Also wir sollten nicht nur die Politik, sondern auch wir selber sollten alles dafür tun, um die Vereine am Leben zu halten, wenn es noch so schwer ist. Ich habe jeden Tag Fußballarbeit gehabt, bevor die Krise anfing. Mittlerweile ist das so weit runtergegangen, dass ich wirklich tagelang eigentlich gar nichts zu tun habe. Eigentlich nur die wenigen Aufgaben, die uns jetzt die Arbeit im Präsidium und so weiter bringt, die Szenarien zu erstellen, sich mal Gedanken drüber zu machen und so weiter. Aber ich kann es ungefähr so sagen, wenn ich am Tag zwischen 15 und 20 E-Mails vom Verband, von den Vereinen gekriegt habe, kriege ich die jetzt vielleicht noch im Monat. Wenn man dann wie ich als Pensionär keine geregelten täglichen Arbeiten nachgeht und den ganzen Tag von morgens bis abends zu Hause sitzt, dann macht man sich halt auch viel Gedanken darum. Und heute wären wir jetzt wieder schön auf dem Sportplatz gewesen, hätten ein Fußballspiel geguckt, hätten unsere Bratwurst gegessen. Und es fehlt einfach, die sozialen Kontakte, die fehlen ganz einfach. Und es ist nicht nur der Fußball, es ist auch alles andere. Wer geht nicht gerne mal essen oder sonst ins Kino und sonst irgendwas? All diese Sachen fehlen. Und ein Teil lockert sich jetzt sehr langsam auf. Und ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg sind, dass es so weitergeht. Ich kann nur, das ist meine Meinung, ich kann nur alle auffordern, folgt den Anordnungen, haltet Abstand, haltet die Distanz, kümmert euch um die Hygiene, eure eigene Hygiene, folgt den Anordnungen, wie schon gesagt, und dann schaffen wir das auch und dann werden wir die Infektionszahlen gering halten und dann werden wir auch in absehbarer Zeit zumindest zu einer ziemliche Normalisierung unseres täglichen Lebens vielleicht auch wieder kommen können. Dass das Ganze abhängt von Medikamenten und einer Impfung und so weiter, das sollte eigentlich jedem klar sein. Solange der Virus da ist, werden Kontaktbeschränkungen bleiben. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber trotzdem, haltet euch an das, was vorgeschrieben wird, folgt dem, umso einfacher wird es für alle werden und vor allem bleibt gesund.